Hallo, liebe Bastelfreunde. Ich bin Jörg, ihr seid bei Jörg Bastelt und heute ist Basteltalk. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen nochmal. Mal wieder ein Basteltalk. Es gab lange nichts zu berichten. Ich habe so meine Projekte gemacht, aber jetzt ist ein bisschen was zusammengekommen und zum Schluss kommt auch noch eine kleine Ankündigung. Und deswegen dachte ich, wird mal wieder Zeit für einen Basteltalk. Ja, seit dem letzten Talk habe mich auch wieder ein paar Sticker erreicht. Und ich zeige euch die wieder hier oben im Eck und blende die Stück für Stück ein. Das ist zum einen von Kellerwerkstatt, vom Holzbastler, von Let's Giver und von Andys Holzkiste. Vielen Dank für die Aufkleber. Wenn ihr auch mit mir Aufkleber tauschen wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse steht unten in der Videobeschreibung. Kontaktiert mich. Ich bin gerne bereit, mit euch Aufkleber zu tauschen. Und die Aufkleber, die landen alle an meiner Wand. Ihr habt es ja schon oft in meinen Videos gesehen und ich erwähne es ja auch ab und zu. Meine Vorlagen, die erstelle ich vorzugsweise mit CorelDRAW. Die letzte Zeit versuche ich mich immer mal wieder ein bisschen in Inkscape einzuarbeiten und meine Vorlagen eventuell auch mit Inkscape zu erstellen. Aber warum? Ich habe doch CorelDRAW. Nun, mein CorelDRAW ist eine ziemlich alte, uralte Version. Ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Jahr die ist. Versionsnummer ist X4. Ich glaube, die ist mindestens schon 10 Jahre alt. Also zumindest mal so alt, dass sie eigentlich nicht mehr wirklich gut mit Windows 10 zusammenläuft. Mit ein paar Tricks kriegt man die auch mit Windows 10 zum Laufen, aber so wirklich der Bringer ist das nicht. So manche Funktionen funktionieren einfach nicht so besonders unter Windows 10. Ich scheue mich aber auch noch, die neue Version zu kaufen. Die alte Version, diese X4, das ist eine Home-Version oder Home- und Student-Version und mit der konnte man drei Rechner bestücken, also zum Beispiel zumindest mal Laptop und Desktop im Büro. Und damit konnte ich auf zwei Rechnern arbeiten. Die aktuellen CorelDRAW-Versionen, die gibt es zwar auch so für um die 100 Euro als Home- und Student-Version, aber die kann man nur noch auf einem Rechner installieren und dann müsste ich mir aussuchen, mache ich die Vorlagen auf dem Laptop oder mache ich es auf dem Desktop? Ja, müsste ich mir entscheiden. Ja, und die Vollversion, die kostet gleich mehrere 100 Euro, die will ich mir eigentlich nicht wirklich leisten. So viele Funktionen davon brauche ich jetzt auch nicht. Das Inkscape, das ist zwar kostenlos, hat aber durchaus ein paar Einschränkungen. Das Wichtigste, was mir so ein bisschen fehlt, ist, dass man nicht mehrere Seiten bearbeiten kann. Also bei CorelDRAW kann ich einfach mehrere Seiten anlegen, von mehreren Ansichten vom Motiv. Bei Inkscape habe ich immer nur eine Seite, mit der muss ich klarkommen. Und ansonsten hat Inkscape natürlich auch längst nicht den Funktionsumfang, den CorelDRAW bietet. Für einfache Vorlagen reicht's, aber wenn es ein bisschen komplizierter wird, dann nehme ich dann doch lieber wieder CorelDRAW her. Also ich bin da im Zwiespalt. Was nehmt ihr denn so an Zeichensoftware her? SketchUp wäre ja auch noch eine Möglichkeit, aber SketchUp ist für die Art Vorlagen, wie ich sie baue, jetzt eigentlich nicht so wirklich das optimale Programm. So für Möbelbau oder so ist das klasse, aber so richtig reingefunden habe ich mich auch noch nicht. Aber wie gesagt, für meine Vorlagenart ist SketchUp jetzt nicht unbedingt das Optimale. Was meint ihr? Was kann man da noch so nutzen? Was ist relativ günstig und ist gut zu benutzen? Vergleichbar zu Inkscape oder CorelDRAW? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich weiß ja nicht, wer es von euch bemerkt hat, aber bei dem einen oder anderen meiner letzten Videos hatte ich einen ziemlich üblen Tonausfall bzw. ziemlich miesen Ton. Ja, woran hat es gelegen? Ja, ich habe ja erst schon gedacht, mein Mikrofon, also ich habe ja hier dieses Ansteckmikrofon, dachte erst, das Mikrofon wäre kaputt, aber es hat sich dann rausgestellt, das Verlängerungskabel, also ein ziemlich einfaches, billiges, ja, vielleicht war der Fehler, weil ich ein billiges genommen habe, so ein einfaches Klinkenverlängerungskabel, 3,5 mm Klinkenstecker, kriegt man als Kopfhörerverlängerungskabel. Damit habe ich die Verlängerung von dem Mikrofon an die Kamera angeschlossen und ja, da hatte ich einfach einen defekten Stecker. Obwohl die Dinge eigentlich verschweißt sind und da relativ wenig passieren kann und auch die Kabel eigentlich relativ stabil sind, ja, einfache Ursache. Miese Wirkung, waren Szenen, die wollte ich jetzt nicht einfach nochmal neu drehen oder ich konnte sie nicht einfach nochmal neu drehen. Habe ich dann beim Schneiden gemerkt, dass der Ton nichts ist. Aber ja, scheiß Kabel erwischt. Es ist jetzt schon ein paar Tage her, aber ein Projekt, was mir besonders Spaß gemacht hat, war hier diese Mondlampe.
die Mondlampe in dem Geiger-Match mit dem Lutz. Ja, hat mir besonderen Spaß gemacht. Und an der Stelle möchte ich mich einfach nur mal beim Lutz bedanken, dass ich bei dem Geiger-Match mitmachen durfte. Ja, hat nicht nur Spaß gemacht, hat mir durchaus auch ein paar Abonnenten gebracht und viele Zuschauerzahlen. Und ja, also für mich hat es auf jeden Fall gelohnt. Für den Lutz bestimmt auch. Und ja, ich freue mich, dass ich in dem Fall gegen den Lutz gewinnen konnte. Ja, die Videos, die verlinke ich einmal in der Infokarte und auch in der Videobeschreibung unten, dann könnt ihr euch die nochmal anschauen. Ja, auch schon eine Weile her ist ja das Video, in dem ich die verschiedenen Öle und die zwei Wachse oder Wachsmischungen auf den verschiedenen Holzarten ausprobiert habe. Ich wurde da verschiedentlich gefragt, was ist jetzt mit dieser Tafel geworden, hast du die noch, wie haben sich die Glötzchen oder die Öle auf diesen Glötzchen entwickelt, sieht man da jetzt einen Unterschied? Und ich würde sagen, kommt mal mit, ich zeige euch mal, wo ich die hingehängt habe. Ja, ihr kennt ja aus einem meiner Videos mein Schwerlastregal, das ich mit Türen verkleidet habe. Und da hängt an der Seite jetzt diese Tafel mit den Klötzchen, die ich geölt habe. Da kann ich immer mal drauf schauen, wie sich das entwickelt, beziehungsweise wenn ich ein Öl verwende, welches ich verwenden soll. Ja, fangen wir gleich mal beim einen an. Ich wurde verschiedentlich darauf angesprochen. Bei den Wachsen hinten hatte ich einen Fehler in der Beschriftung. Das habe ich jetzt einfach handschriftlich ergänzt. Das reicht für mich. Und ansonsten ja, hoffe ich, dass man es auf diese Entfernung und in der Belichtung sieht. Es haben sich durchaus deutliche Unterschiede ergeben. Also bei der Douglase hier vorne sind ja die naturell, also ohne Behandlung, und dann die jeweiligen Öle. Wo man besonders deutliche Unterschiede sieht, ist hier bei der Birke. Da ist zum Beispiel das Mohnöl ist am hellsten geblieben. Auch hinten das Danish Oil ist relativ hell geblieben. Aber hier vorne die Leinöl-Varianten, also Leinöl und Leinöl-Firnis, die sind relativ dunkel geworden. Und auch Walnussöl und Tungöl. Aber nicht so stark wie Leinöl. Das war damals ja auch schon mein Eindruck, dass das Leinöl eigentlich sogar besser ist als zum Beispiel auch das Danish Oil. Ja, hat mich damals schon überrascht. Ja, deutliche Unterschiede auch bei Buche. Also da ist jetzt zum Beispiel ein deutlicher Unterschied bei Walnuss und Tungöl zu sehen, wo jetzt der Unterschied bei der Birke nicht so groß ist, aber bei der Buche macht sich deutlich bemerkbar. Oben beim Kieferholz, da muss man schon genauer hinschauen, um da Unterschiede zu sehen. Ganz deutlich ist es aber auch oben bei der Pappel. Da sieht man auch, das Mohnöl und das Danish Oil ist relativ hell geblieben. Tungöl wird ziemlich gelblich, Walnussöl wiederum weniger. Ja, und Leinöl liegt so irgendwo mittendrin, also zwischen Walnuss und Tungöl. Ja, relativ wenig Unterschiede sieht man witzigerweise unten bei der Eiche. Da kann ich relativ wenig Unterschiede erkennen. Da ist es fast egal, was man verwendet. Aber da ist zum Beispiel so, da wo hier Leinöl relativ gut war, ist hier bei der Eiche das Leinöl mit dem wenigsten Effekt. Ja, so sind die unterschiedlichen Hölzer, die unterschiedlichen Öle, wie sie zusammen wirken. Und ich nehme durchaus diese Tafel immer wieder her und schau mal, ja, je nachdem, was ich hier verwende, das sind die üblichen Hölzer, die ich auch in meiner Werkstatt hier verwende, ja, welches Öl ich da am besten verwende. Und vor allem, wie sich es dann nach einer Zeit entwickelt, weil mitunter ist es, wenn es ganz frisch geölt oder gewachst ist, durchaus kaum einen Unterschied zu sehen, und später sieht man dann die Unterschiede. Sieht man bei den Wachsen, die waren anfangs das Bienenwachs und Kokosbienenwachs und Leinölbienenwachs. Die beiden hier, bei der Pappel sieht man es deutlich, die sind am Anfang fast gleich gewesen, und das mit Kokos ist deutlich mehr nachgedunkelt als Leinölbienenwachs, und mit Canobawachs, das ist fast naturell geblieben. Ja, soweit zu meiner Öltafel. Ja, war ein schönes Video damals, und die Tafel hängt weiter bei mir und bringt mir auch was. Kommen wir zu dem hier. Kennt ihr es noch? Das Zettelkörbchen, das ich kürzlich gebaut habe, aus Fichtenleimholz und Kupferstäbchen oder Kupferdraht. Ja, am Samstag ist es soweit. Am 23.03. findet auf dem Kanal vom ZLH Zwei linke Hände
findet die Versteigerung von den ganzen Projekten statt. Ich lasse dich hier mal durchlaufen, dann seht ihr das, was alles an Projekten reingekommen ist. Wenn ich richtig gezählt habe, sind es 30 Stück. Dürften interessante Auktionen werden. Für einen guten Zweck, für den Rabauke-Kindergarten, für diesen Abenteuerspielplatz, Abenteuerkindergarten. Ich würde mich freuen, wenn möglichst viel Auktionserlös zusammenkommt für mein Kästchen und natürlich auch für die anderen Projekte. Wenn ihr meins ersteigert, kann ich schon mal sagen, Versandkosten sind frei. Die Versandkosten übernehme ich. Das heißt, was ihr ersteigert, was ihr bezahlt, das geht komplett der Erlös an den Rabauke-Kindergarten. Den Kanal von Zwei Linke Hände und auch das Instagram-Profil verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung und auch in der Infokarte. Und ja, dann findet ihr direkt dorthin. Dort ist auch nochmal die Ankündigung für die Versteigerung am Samstag zu sehen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Steigert möglichst fleißig mit. Dann haben wir einen schönen Erlös für diesen Kindergarten. Ja, was kommt als nächstes? Nun, ich habe noch das eine oder andere in der Planung. Ein paar Projekte, die direkt in der Pipeline sind, die schon in der Vorbereitung sind. Da wird demnächst was kommen. Unter anderem auch zum Beispiel, was ich immer wieder gerne mitmache, bei One2Do, one2do.com, die Heimwerker-Herausforderung, die es jeden Monat gibt, wo man aus zwei Werkstoffen oder aus zwei vorgegebenen Materialien irgendwas bauen kann. Da habe ich schon eine Idee. Das werde ich vielleicht jetzt am Wochenende bauen. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mich und meinen Kanal auch weiterhin schön unterstützen würdet. Ja, Möglichkeiten gibt es. Zum einen natürlich unten in der Videobeschreibung findet ihr zum einen meine Werkzeugliste mit den entsprechenden Links zu Amazon. Ja, Amazon, die Affiliate-Liste. Wenn ihr über diese Liste was bestellt, es muss nicht von dem Werkzeug sein, irgendwas bestellt, aber zunächst mal auf den Link unten klickt, ja, dann, wenn ihr in diesem Zuge was bestellt, dann habe ich ein bisschen was davon, euch kostet nichts mehr und ja, ihr habt den Kanal ein bisschen unterstützt. Natürlich habe ich auch unten in der Videobeschreibung wieder meine Amazon-Wunschliste verlinkt, da ist auch das ein oder andere drin. Teilweise Sachen, die mir einfach Spaß machen würden und teilweise einfach Sachen, die ich für zukünftige Projekte brauche. Also wenn ihr mich da unterstützen wollt, da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet wieder ein paar Informationen mitnehmen, mit denen ihr auch was anfangen könnt. Und ansonsten sage ich wieder Tschüss, bis zum nächsten Video. Und denkt an die Versteigerung am Samstag.